Sagt man eigentlich MySQL oder MySQL? Es kommt ein bisschen drauf an. Hier in Europa sagt man eher MySQL. Die Amerikaner können sich nicht ganz daran gewöhnen. Okay. Wir wollen uns heute über MySQL Performance Tuning unterhalten. Mit welchen wesentlichen MySQL Performance Problemen kommen heute Kunden auf dich zu? Ja, das ist eine interessante Frage, mit welchen Problemen die kommen. Oft kommen die Kunden oder die meisten Benutzer auf uns zu und haben gar nicht richtig Ahnung oder das Gefühl, wo sie das Problem haben. Sie haben einfach langsame Datenbanken, langsame Antwortzeiten und als erstes gilt es eigentlich herauszufinden, wo ist das Problem zuerst, wie manifestiert sich's und dann an was liegt es. Es gibt die Möglichkeit, dass die Datenbank nicht optimal konfiguriert ist, sprich, dass wir die bestehenden potenziellen Ressourcen der Hardware gar nicht wahrnehmen durch falsche Konfiguration. Sehr oft haben wir den Fall, dass Indizes nicht vorhanden sind oder nicht richtig genutzt werden. Das geht dann mehr Richtung Query-Tuning. Und beim Query-Tuning haben wir das größte Potenzial, wo wir den MySQL-Nutzern eigentlich helfen können. Gibt es einen systematischen Ansatz, um Performance-Probleme zu lösen? Ja, ich denke, jeder Performance-Tuning-Spezialist hat seinen eigenen Ansatz. Also wir haben ganz klar bei uns bei FromDual eine Systematik. Wir schauen uns zuerst mal die Hardware an, also Speicher, CPU, IO-System, Netzwerk. Dann als nächstes schauen wir uns die Datenbankkonfiguration an. Ist die Datenbank richtig eingestellt, richtig konfiguriert? Wenn die Datenbank völlig verkonfiguriert ist, dann kann man da sehr schnell was erreichen. Dann in einem nächsten Schritt schauen wir, wie schon erwähnt, die Indexierung an, die SQL Queries. Und wenn das alles besprochen ist und abgeklärt ist, dann geht es Richtung Applikation. Wie funktioniert die Applikation? Was tut die Applikation? Macht sie es in der optimalen Art und Weise? Und wenn das mit dem Kunden analysiert ist, schauen wir uns an, die ganze Architektur, wie das System aufgebaut ist. Wie hat er die Systeme zusammengebaut? Welche Komponenten verwendet er? Könnte er eventuell Caching-Mechanismen verwenden, um Abfragen zu beschleunigen? Das ist unser Ablauf, unser systematisches Vorgehen zum Tuning von MySQL-Datenbanken. Welche Stellschrauben stehen zur Behebung von Performance-Problemen zur Verfügung? Du hast gerade schon ein paar erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern, an welchen Schrauben gedreht wird, um die Performance zu steigern. Ja, also wenn wir nur die Datenbankkonfiguration anschauen, MySQL mit dem neuen Release 5.6 hat circa 330 verschiedene Variablen, aber meiner Meinung nach sind nur circa 8 bis 9 wirklich primär für die Performance relevant. Also als MySQL Grob Tuning kommen 8 bis 9 Variablen in Frage. InnoDB Buffer Pool, das ist die Variable, die spezifiziert, wie groß ist der Memory, der InnoDB verwenden soll, für die Datenbank Blocks zu cachen? Kennen wir auch bei anderen Datenbankmanagementsystemen, dass das Konzept eigentlich dasselbe. Und der zweite wichtige ist noch die InnoDB Log File Size, also wie groß sind die Transaktionslogs von InnoDB? Das sind die Parameter, die hauptsächlich den größten Einfluss haben und die oft oder die per Default viel zu klein sind und die dann relativ schnell nachjustiert werden müssen oder können. Wenn du mit Kunden sprichst, hörst du Kundenanforderungen zu neuen Features in MySQL, die die Performance verbessern sollen? Nein, in diesem Bereich, wo unsere Kunden auftreten, kommen sie nicht mit Wünschen für neuen Features. Es gibt Firmen wie Facebook oder Projekte wie Wikipedia, die reizen die Hardware als auch die Software bis an ihre Grenzen auf. Solche Firmen kommen natürlich mit Requests für neue Features oder für Performance Bottlenecks zu empfehlen in der Datenbank. Unsere Kunden hingegen, die sind üblicherweise mit der Datenbank selbst beschäftigt, mit ihrer Applikation beschäftigt. Die haben oft das Know-how nicht in der Tiefe, dass sie an die Limiten von MySQL stoßen. Die stoßen an die Limiten ihrer eigenen Applikation, aber MySQL kann da üblicherweise noch lange mithalten mit den Anforderungen, die diese Kunden haben.
MySQL hat neue Releases rausgebracht. MySQL 5.5 ist in diesem Jahr released worden. 5.6 ist fürs nächste Jahr angekündigt. Gibt es dort besondere Features, die integriert sind, die die Performance verbessern? Ja, bei MySQL 5.5, was vor allem zu beachten ist, ist das neue Feature der InnoDB Buffer Pool Instances. Wir haben je länger, je mehr Rechner mit sehr, sehr viel Speicher. Also heute 96 GB, 128 GB oder gar 256 GB ist nicht mehr unbezahlbar. Und diese großen Speichermengen führen dazu, dass wir intern in InnoDB Probleme kriegen, diesen effizient massiv parallel anzusprechen. Und für das haben wir Buffer Pool Instances neu mit MySQL 5.5. Das heißt, wir segmentieren den gesamten Buffer Pool in mehrere kleine Stückchen, die dann jedes für sich adressiert werden kann. Und so kriegen wir wieder mehr Durchsatz auf den InnoDB Buffer Pool. Das ist eigentlich das Feature, das aus meiner Sicht mit MySQL 5.5 das Wichtigste ist. MySQL 5.6 ist immer noch in der Ausprobierphase. Performance-Probleme dort oder Performance-Veränderungen dort sind mir persönlich jetzt noch nicht bekannt. Da ist man erstmal am Austesten, am Ausprobieren, wie funktioniert das. Und es ist auch noch nicht ganz klar, welche Features alle in MySQL 5.6 wirklich schlussendlich einfließen werden. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Volker.